Moin Moin und ran an den frischen Kaffee zu einer neuen Folge Terranigma. Ja, wow, ich muss sagen, ich habe immer noch Gänsehaut vom letzten Part, denn wenn man jetzt die Story vielleicht nicht kennt, ich habe mich noch dran erinnert, wie mich das als Kind so geflasht hat. Das war einfach ultra, ultra episch, das dann hier als Story zu bekommen. Ja, und ihr wisst auch direkt, wo wir jetzt sind. Nachdem wir in Sibirien Berugas Labor gestürmt haben, Beruga aus dem Kälteschlaf geweckt haben, accidentally mehr oder weniger, aber ja, und haben dann erfahren, hey, eigentlich sind wir mitschuld daran, dass ein verrückter Wissenschaft ganz Tokio dem Erdboden gleich gemacht hat, denn wir haben erfahren durch eine kleine Sequenz, dass das die Aufgabe ist, die der Weise eigentlich Ark hier zugetragen hat. Das war eigentlich die Aufgabe, mit der wir hier los sind, um die Welt wieder zu erwecken, nur um diesen ollen Deppen von Schweizer Russen Beruga hier aus dem Schlaf zu holen. Aber hey, wir haben die Scheiße fabriziert, wir müssen es auch wieder ausbaden. Vielleicht kann uns Mayo da helfen, Ketchup wahrscheinlich eher nicht. Ah, kannst du Lord Kumari nach dem Weg fragen? Bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt! Dafür wirkt er aber noch relativ gefasst hier, der alte Mann. Ja gut, er hat wahrscheinlich auch schon einiges erlebt in seinem Leben. Aber Mensch, das ist wirklich... Also für alle, die es nicht kennen, würde mich echt interessieren, wie es auf euch gewirkt hat. Weil ich hab echt noch direkt das Bild vor Augen, wie ich als Kind dann da saß und mir dachte, the fuck, wie zum Teufel, was? Wir machen in Christa einfach unfallsweise eine Tür kaputt. Oder was heißt unfallsweise? Wir sind einfach ein kleiner Störenfried, machen diese Tür kaputt, wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Ja, und was passiert dann? Wir werden losgeschickt mit dem Auftrag, die Welt wieder zu erwecken. Und das alles war nur zum Zweck hier, Berugas Pläne umzusetzen. Und das ist einfach der Moment, wo man das dann realisiert. Das ist, das ist richtig, richtig hart gemacht, ey. Ich lauf über dich, um dich, durch dich, durch. Ist das okay? Findest du das okay? Okay, das scheint wohl gang und gäbe zu sein in Lhasa. Ihr mögt mir verzeihen, wenn die Stimme vielleicht auch noch ein bisschen nicht so auf der Höhe ist. Ich bin echt gerade erst aufgestanden, aber ich hatte so Bock jetzt wieder drauf. Ark, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen? Er offenbarte uns den Schattenstern und schuf Zwietracht. Das Chaos hinterließ Menschen, die den Tod überlebten. Aber in Lhasa gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Mayo ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist zerbrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Suche nach den Mondsteinen und bringe sie zu dem Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Sekundenkleber? Ich muss auch gerade mal einen kleinen Schluck Kaffee. Ja, super, so geht's auch gleich viel besser. Aber wir haben direkt unseren nächsten Auftrag erhalten. Wir müssen auf alle Fälle die Mondsteine finden. Wir brauchen die Mondsteine und müssen die zum Grab tragen. Wenn ihr unseren kleinen Städtebummelpart geguckt habt, dann wisst ihr vermutlich auch schon, wo das Grab sich befindet. Da waren wir nämlich aus Versehen auch schon. Oh, aber wir haben Mylin. Hey! Hey, Mylin. Scheiße, die hat uns wahrscheinlich gesehen. Die hat wahrscheinlich hinten am Kopf Augen und woanders vermutlich auch. Hey, ich wollte nur kurz vorbeigehen und noch schneller wieder abhauen. Ah, du hast mir gefehlt. Geht es dir jetzt besser? Ich wollte dich pflegen, Ark, doch ein Großvater verbot es mir. Und womit? Mit Recht. Ich hörte davon, du warst in Berugas Labor. Ich trainiere meine körperlichen Fähigkeiten. So weit sind wir, glaube ich, noch nicht, Mylin. Ich bin bereit. Ich werde stark sein. Um dir zu helfen, muss ich viel lernen, Ark. Ja, genau, dann lernen wir weiter, indem du einfach hier gegen eine unsichtbare Wand im Spiel läufst. Dieses Mädchen ist einfach sonderbar.
Also noch einen schönen Schluck aus der Tasse. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt los. Die Tasse ist übrigens saumäßig genial. Ich habe mir jetzt erst eine neue Kaffeetasse geholt. Wer Instagram hat, der könnte tatsächlich das Bild auch sehen. Das ist eine richtig, richtig fette, große Riesentasse. Mit einem Katzengesicht vorne drauf und mit zwei Ohren. Das ist so geil. Ja, aber genug über Kaffee und Kaffeetassen. Warum ich jetzt nicht durch die Wüste bin, ist, ich glaube, wir können, ich muss hier auch nochmal nachgucken, da war nichts. Wir können doch hier nochmal zurück ins Reich der Tiere. Oder habe ich das? Doch. Da will ich nämlich hin, und zwar aus einem bestimmten Grund. Nee, nach Sui wollte ich nicht mehr, auch wenn ich es geil finde. Auch wenn ich es richtig, richtig geil finde. Unten war die Schlucht mit dem Löwen. Das ist eigentlich auch so eine Frage, die man sich irgendwann mal stellt. Was ist eigentlich aus Liam geworden? Zwitscherfieb? Nee, ich will nicht Zwitscherfieb. Da würde ich echt viel geben für einen Übersetzer. Also ich habe die Sätze nicht mehr im Kopf, aber Punkt ist eigentlich auch eine schöne Konversation. Das könntest du die meisten heutigen oberflächlichen Gespräche ersetzen. Also wenn ihr irgendwann mal in so ein Gespräch verwickelt werdet, wo jemand auf Teufel komm raus mit euch reden wollt, aber ihr habt keinen Bock und ihr habt überhaupt keine gemeinsamen Interessen, einfach Punkt. Das funktioniert immer. So, mit einem Schuss Kaffee geht das vermutlich besser. Denn wir haben hier eigentlich die Höhle der Löwen gehabt, aber jetzt haben wir hier tatsächlich ein Minispiel. Willst du spielen? Ja, wenn du so fragst. Triff in 30 Sekunden möglichst viele Monster. Triffst du ein gelbes Monster, verlierst du Punkte. Okay. Ich muss gerade noch gucken, wie das... Ah! Oh, ich müsste da eigentlich... Ja, okay. Das war mal besser. Ich weiß nämlich nicht mehr, was man macht, wenn die... Oh. Hoppla. Okay, wir können es vermutlich nochmal machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht... Jetzt geht's durch. Willst du mich verarschen? Gut, okay, das können wir auf alle Fälle nochmal machen. Warum auch immer geht's jetzt... Hat's den ersten auch wieder erwischt, und zwar nachträglich? Ja, okay, ich glaube, die Position jetzt ist besser. Wir hätten am Anfang ein bisschen mehr hier stehen müssen. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast 22 Monster erwischt. Den kriege ich wahrscheinlich nicht. Nee, den kriegen wir ab 25, glaube ich. Ja, das ist jetzt ein bisschen unschön gelaufen. Wir versuchen es nochmal. Weil irgendwie war ich früher immer so gestanden, dass ich rechts beide erwischen konnte. Aber vielleicht muss ich wirklich noch ein bisschen hier weiter rüber. Aber wenn wir kein Gelbes erwischen, sollte es eigentlich gehen. Ja. Da stehen wir durchaus besser. Jetzt hat sich's wieder angehört, als hätte es zwei erwischt. Dabei waren auf der Seite keine zwei. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also nicht, dass das was Neues wäre bei mir, aber hey. Ich bab an euch dran, aber nicht an den Gelben. Jetzt stehe ich wieder scheiße auf der Seite, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast 29 Monster erwischt. Müssen wir 30 schaffen? Oh, das ist fies. 30, echt? Okay, dann versuchen wir es nochmal. Ich weiß nicht, was ich da für einen Trick hatte früher. Bei Illusion of Time gibt es so ein Spiel auch. Das hat man in DAO, wo Schlangen aus dem Korb beschworen werden und man muss die Schlangen treffen. Aber da reicht es eigentlich, wenn man mittig an einem guten Punkt steht und die so trifft. Wir versuchen es trotzdem nochmal, Katze. Katze tut Dinge, die Katze tun. Okay.
Bin ich jetzt zu weit unten? Ach Mann. Ich stehe nicht gut. Ja, man muss sich vielleicht ein bisschen auf die Seite bewegen. Da habe ich jetzt eigentlich nicht noch einen erwischt. Keine Ahnung, was das war. Erwischt es hier immer einen gelben mit, wenn er mit rauskommt? Jetzt hat man... Ah! Okay, aber wir haben es. Ey. Alter. Nee, das habe ich so knusprig nicht in Erinnerung. Aber wir gehen noch mal nach oben gucken, was die Löwen machen. Und das wird jetzt auch so ein bisschen wieder ein... Ja, nicht Backtracking-Part, aber wir machen mal so ein paar Sachen mit. Einfach, weil ich die eigentlich gerne noch erledigen will. Auch die Löwen. Punkt, Punkt, Punkt. Ist die beste Art für oberflächliche Kommunikation. Und wir kriegen leider auch aus den beiden kein Wort raus. Wir sehen, der Löwe ist hier. Leon, seine Frau, aber wo Liam ist? Das weiß vermutlich niemand. Wir könnten eigentlich noch mal ein bisschen einkaufen, fällt mir ein. Just for fun. So, jetzt lass mich mal überlegen. Ich glaube, wir machen einmal den Zwitscher-Fieb, denn wir haben noch ein paar weitere Minispiele. Und ich glaube, dass wenn wir da rauskommen, dass es eigentlich auch relativ günstig ist, Fragezeichen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alle Minispiele noch zusammenkriege, weil das ist was... Also wie gesagt, ich habe es oft gespielt, das Spiel, ja. Aber ich habe vielleicht wirklich zwei Durchgänge irgendwann mal gehabt, wo ich wirklich alle Minispiele mitgemacht habe beim Spielen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die alle zusammenkriege. Wenn ich eins verpasse, dann bitte, bitte danke Bescheid sagen. Das wäre auf jeden Fall ganz toll. Weil der VP ist ja sowieso existent und ich weiß nicht, ob ich die noch alle zusammenbringe. Wir gucken mal. Hui! Aber speaking of Punkt, 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 das ist wahrscheinlich immer noch eine gehaltvollere Diskussion wie die meisten Diskussionen heutzutage. Also gerade jetzt auch wieder mit G20-Gipfel und so, es ist ja... Ich mache ja immer wieder mal den Fehler und guck bei Facebook oder so in die Kommentare. Das sollte man nicht machen. Weil ich denke mir dann wirklich immer... Und ich werde jetzt gar nicht groß politisch oder irgendwas, weil das gehört da, finde ich, einfach nicht her. Aber ich finde es immer wieder super, wenn es heißt, ja, wir, unsere Zeit etc., wir brauchen mehr Diskussion. Die Leute sollten öfter miteinander diskutieren. Ja, und da lese ich mir das durch manchmal und denke mir, die Leute wollen gar nicht diskutieren. Die Leute wollen einfach so lange machen, bis sie ihrem Gegenüber ihre Meinung aufgezwängt haben. Und wenn man das als Diskussion versteht, läuft irgendwas gewaltig schief. So wie hier wahrscheinlich auch, denn ihr seht's und ihr hört auch schon die Musik. Und ihr wisst, wenn wir auf die Karte gucken, wo wir sind. Yep, das ist oder war oder sollte Seeheim sein. Hey Junge, was ist denn los bei euch? Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Oh, scheiße. Ja, so ein paar Stummel stehen hier noch rum, so ein paar Baumstummel, aber... Ah, Jürgen, was hast du denn gemacht, Mensch? Du reist umher, richtig. Du ziehst durch Städte. Tust du mir einen Gefallen, Mann? Ach, nö, eigentlich habe ich keine Zeit. Ja, claro. Großartig. Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Leider sind wir nicht sehr wohlhabend, deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe, gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. Ja, und wenn wir schon von Diskussionen und heutzutage haben,
Da würde heute vermutlich recht lange warten. Aber wir erhalten 9 Seeheimbriefe. Das ist auch eine richtig geile Sidequest, sag ich mal, vom Spiel. Die habe ich auch die allerersten Male einfach nicht gecheckt, weil ich es einfach gar nicht so weit gebracht habe, dass Seeheim hier abgebrannt ist. Und die Leute stehen alle hier rum, keiner hat mehr irgendwie eine Behausung oder irgendwas. Wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Seeheim wird bald zur Geisterstadt, wenn nichts unternommen wird. Oh Mann. Nee, du bist ja Jürgen. Oh Mann, jetzt habe ich den Dulli da unten beleidigt und das hier ist Jürgen. Sorry, Dulli. Mensch, Jürgen. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobierte. Feuergulasch. Was hast du erwartet, Jürgen? Du sollst nicht in Feuer legen, um dein Gulasch zu machen. Also das, ich verstehe unter Feuergulasch doch was anderes. Geht's drum, dass das Gulasch scharf ist? Nicht, dass man eine halbe Stadt abfackelt oder eine ganze mehr oder minder. Was ist das? Unglaublich! Hulere! Oh Gott! Ah, die Leute tun einem so leid und das sogar mit Hulere. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe! Meine Ernte! Oh, mach ich auch. Ja, das ist so scheiße. Das ist wirklich so, und das sind so Momente im Spiel, wo man sich denkt, ach, Spiel, hör doch auf damit. Das Spiel nimmt uns einen Witter, der uns retten wollte. Das Spiel nimmt uns Melinas, sogar 2. Und dann das hier. Aber das ist echt geil. Weißt du, Seeheim abgebrannt und so, man kommt hier rein, alles schön grün, alles blüht. Aber wir können auch hier nochmal rein. Ich will die Seeheimbriefe eigentlich an einer anderen Stelle machen. Aber einen können wir direkt abgeben, denn warum auch immer, Seeheim ist abgebrannt, aber Wills Bude steht noch. Hast du Seeheim gesehen? Mein Haus ist verschont geblieben. Ich fürchte jedoch, dass das einzige Haus war. Ja. Jetzt haben... Ach so. Warum haben wir Melinas Brief ausgerüstet? Melinas Brief und ihre Beichte werden nicht dazu beitragen, Seeheim wieder aus der Asche zu heben. Aber Arkta ist ein kleiner Masochist, der quält sich ab und zu mal gerne selber. Genau, da haben wir es doch. Seeheim-Brief, 9 an der Zahl. Und um Seeheim zu retten, müssen wir diese Briefe jetzt an 9 Menschen geben, die so viel Geld haben, dass sie der Stadt helfen können. Natürlich helfe ich, wann immer es geht, werde ich helfen. Einer allein ist schwach, doch gemeinsam sind wir stark. Ich werde auch meine Freunde und die Leute aus Moronia holen. Oh, ob das mit Moronia so eine gute Idee ist? Aber Mensch, und dann noch die Musik dazu, das ist, ach. Ich kann das Elend nicht mehr sehen, ich kann das Elend nicht mehr sehen. Aber da wollten wir, glaube ich, nicht rein, ne? Das ist, ja, lieber Rita, wir müssen zumindest noch nach Liotto. Da haben wir ein Minispiel, das vielleicht ungemütlich wird, denn ich kann mich erinnern, dass das eins von denen war, die ich beim ersten ein-, zweimal Spielen gemacht habe, es nicht hingekriegt habe, da drüber und fragt mich nicht warum, so salty war, dass ich gesagt habe, ich mache das Minispiel nie wieder. Irgendwann mal habe ich es dann gemacht, aber es ist immer noch verbunden mit dieses Drecks-Minispiel. Deswegen mal gucken, wie es jetzt läuft. Aber ich glaube, so ein kleiner Schluck Kaffee... Ja, ist vermutlich nicht verkehrt. Da haben wir Liotto. Okay, das heißt irgendwo hier... Ich muss nur noch mal gucken, wo es war. Oh, ich ahne Übles. Nee. Aber mit dem können wir, glaube ich, irgendwo hinfliegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Oh. Ja, ja. Oh Mann. Weißt du, die Musik ist eine von den geilsten Stücken hier im Spiel und dann kommt sowas Dummes hier raus. Okay. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst du spielen? Ja, ich... Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, oh Mann. Keine Ahnung und zu viel Kaffee, ja, das kann doch nicht gut sein, oh Mann, oh Mann. Baba, baba, ich habe keine Ahnung. Oh, danke, danke, danke. Wo soll ich denn jetzt hin? Oh, da, 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 da. Oh. Oh, ich tue mir gerade so selber leid, ey. Ich hasse dieses Spiel. Geschafft, Glückwunsch. 0 Minuten, 21 Sekunden. Wir geben auf, Glückwunsch. Schon wieder. Nimm das versprochene Präsent an dich. Der Stein glänzt so geheimnisvoll. Und du hast keine Ahnung, wovon du redest, du kleiner Piepmatz. Aber ich nehme ihn trotzdem mit. Oh Mann. Das ging ja noch echt besser, als ich jetzt im Kopf hatte. Also es ist ein bisschen fies, weil erstens mal dann auch das hier am Schluss, ne? Man kommt hier raus und denkt sich, ja, okay, jetzt bin ich hier am Ende, weil das ist mir dann auch mal passiert. Man steht hier, denkt sich, okay, ich habe das Labyrinth und was jetzt? Was jetzt? Und dann muss man hier halt nochmal runter. Das ist schon echt fies. Und dann hatte ich auch Momente, wo ich gedacht habe, oh, der Baum ist ja nicht für Umme da, man muss da durch den Baum. Nee, dauert aber ganz schön lange. Also das sind so Stolpersteine. Auch die Pilze hier, da sind wir einmal gerade hängen geblieben. Man könnte auch vermuten, dass die zum Untergrund gehören. Und dann wird es schwer, weil hier ist es zum Beispiel nicht der Fall, richtig durchzukommen. Auch wenn man jetzt hier hochgegangen wäre, das Grüne. Ah nee, das Grüne gehört nicht dazu, ne? Ja, was ich wieder rede. Aber ich hatte auch welche, wo ich dann hier hoch bin und bin hier lang und kam da raus. Ja, und dann hat man eben diesen Baum und das dauert so gnadenlos lange. Boah, aber wir können es abhaken. Löwen und Liotto. Und jetzt haben wir noch zwei Minispiele auf jeden Fall in Loire. Die würde ich noch machen. Ob ich das eine schaffe, weiß ich nicht. Ich muss nämlich sagen, das ist eins, ich habe es vielleicht wirklich einmal mit Ach und Krach geschafft gehabt, aber ich mach's deswegen auch nicht gerne. Also ich sag's ganz ehrlich, das ist ein Minispiel. Geht so. Ich weiß aber auch nicht, ob es da vielleicht irgendwelche Tricks gibt, die man machen kann. Also wenn ihr da welche wisst gleich beim Minispiel, dann dürft ihr mir die super gerne verraten. Also ich bin da auf alle Fälle dankbar für Tipps noch, weil man lernt halt nie aus. Also selbst wenn man ein Spiel jetzt super oft gespielt hat, das heißt nichts. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Ich habe das zum Beispiel ganz oft bei Spielen wie Deus Ex, wo ich da nochmal spiele und Sachen entdeckt, wo ich in 5 Durchläufen dran vorbeigelaufen bin und mir dachte, the fuck, wie hast du das nicht sehen können? Aber es war so. Ach, okay, aber ja. Ja, wir gehen's an, verdammt. Ich habe als Kind auch mal versucht rauszufinden, ob man bestimmte Sachen nicht essen darf. Oder ob bestimmte Sachen eher die Chance haben, dass sie schlechter sind. Weil es gibt Sachen, die könnt ihr hier einfach so essen. Und es gibt Sachen, die tun dann nicht gut. Dann hat man so einen kurzen, oh, ich erbreche mich fast, aber auch nur fast einen Moment. Und ich habe dann versucht rauszufinden, ob es da irgendwelche Geheimnisse gibt, aber ich bin nicht wirklich weitergekommen. Was ich fies finde, ist das hier. Denn man schaufelt das natürlich frei, wenn man es erstmal entdeckt hat und denkt sich so, oh, das ist bestimmt super geil, was da oben ist. Das gibt bestimmt super viele Punkte. Deswegen ist das hier so eingesperrt. Ja, bis man dann da oben ist, bis man das alles weg hat, bis man das Ding nimmt und dann tut es einfach mal gerade gar nichts. Also das ist schon relativ fies. Aber ich würde sagen, wir versuchen es ein, zweimal. Wenn es gar nicht klappt, vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht aber auch nicht. Weil wir haben ja eh schon in der Unterwelt oder ja kurz nachdem wir auf die Oberwelt gekommen sind, ein Kristall verpasst, wo ich den kompletten Dungeon nochmal hätte machen müssen, um den zu holen. Deswegen werden wir alle Kristalle sowieso nicht bekommen, aber wir versuchen es einfach mal. Hey, du hast genau 60 Sekunden, um so viel essen, wie du nur kannst.
Friss einfach alles in dich rein und erbrichte dich auf mir, okay? Ja, okay. Ja, geil. Gleich das Erste, was wir essen, ist super gut. Gib doch alles rein, schaufel doch das olle Essen rein. Jetzt schaufelst du alles rein. Döner, gib mal her. Es geht im Moment, ne? Vielleicht gibt es auch irgendein nur in zweier Schritten Essen oder irgend so einen Scheiß. Ich bin mir nicht sicher. Und dieses Ganze, dass wir jetzt die Sachen nicht richtig treffen, ist natürlich auch schlecht. Muss man alles essen? Das wäre scheiße. Dann habe ich jetzt nämlich die eine Seite komplett vergessen. Oh Mann, komm. Komm, Ark. Ark, was treibst du? Was treibst du? Schaufel's doch bloß rein. Ark, oh Mann, mach nicht so Quatsch. Fressen will gelernt sein. Ah! Ich sehe da ehrlich gesagt nicht so... den super guten Ausgang für uns. Ba, 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 ba. Komm, gib her. Gib her, gib das noch her. Ja. Da, 27 Punkte. Super. Oh. Okay. Alter. Ja, und dann putzt er sich nochmal super schön den Mund mit dem Tuch ab, bevor er sich dann wirklich übergibt. Das machen wir aber dann offscreen, würde ich sagen. Boah, aber ist schon ein knackiges Minispiel, muss ich sagen. So, und jetzt haben wir irgendwo hier eins, was ich auch ewig nicht gewusst habe, dass es das gibt. Ich muss suchen, ich weiß nämlich nicht mehr, wo es ist. Ich weiß, das war irgendwo in einem Waldstück drin. Hier? Tach ja. Die Hühner. Aber nicht das Hühnerspiel. Dank der Subvention konnte ich eine Hühnerzucht errichten. Das ist schön. Ich wollte aber eigentlich zum Hühnerrennen. Geil. Das Huhn irgendwie muss in Quarantäne, oder was ist mit dem los? Ja, okay, das versucht die ganze Zeit Samba zu tanzen. Das ist vermutlich nicht so der angenehmste Zeitgenosse. Boah, fragt mich nicht, wo dieses Drecks-Minispiel ist. Ich guck hier nochmal rein, aber ich glaube, hier war ich eigentlich. Ist es hier oben jetzt? Nee, da sind wir bei Molly. Boah, das habe ich so selten gespielt. Hier kann es eigentlich nicht sein. Da sind wir schon ein bisschen weiter Richtung Skandinavien. Boah, also wenn ich es nicht finde, muss ich es irgendwann nochmal nachmachen. Da war es auch nicht. Ist es da drin? Nee, das ist Quatsch. Ich weiß, das war irgendwo in den Wäldern. Na, ich gehe hier noch mal ein bisschen weiter. Ey, wenn ich gedacht hätte, dass ich das hier verpeile. Mann! Drecks-Minispiel, wo bist du? Gib dich zu erkennen. Okay, ich habe wenig Ahnung, wo das ist. Ich habe im Kopf, es war irgendwo hier. Oder halt hier. Und eigentlich dachte ich wirklich, dass es da ist, wo die Hühner sind. Kommen wir da irgendwie drumrum? Nee. Da muss ich das irgendwie anders nochmal nachholen. Ich habe das echt nicht mehr im Kopf, wo das war. Ich habe das vielleicht echt einmal irgendwann gemacht. Moswö. Da ist ja Moswö.
Genau. Nee, da wollte... Nein! Arg! Okay, aber ich find's auf die Schnelle nicht. Nope. Okay. Dann würde ich sagen, eine Sache machen wir noch. Wir sind nämlich jetzt sowieso in Loire. Dann können wir eigentlich auch noch ein bisschen was abgeben. Seeheimbriefe haben wir immer noch ausgerüstet. Wunderbar. Was ist das für ein Brief in deiner Hand? Von einer Freundin? Wow. Einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden. Einigen geht es ziemlich gut? What the fuck? Es ist nicht sehr viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, oder? Yep, und zwar ziemlich dreckigen. Aber wir geben mal das an Briefen ab, was wir in Loire abgeben können. Das ist schön, Marcel. Aber ich habe hier einen Brief für dich. Eine Stadt zerstört durch Feuer? Aha, eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Taler. Ich schicke etwas Geld, damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Ah, das ist so cool. Der Marcel, der eigentlich nichts hatte als die Löcher in seinen Hosentaschen. Aber auch der spendet jetzt mit. Ich muss gerade überlegen, wen wir hier noch haben. Das Kleidergeschäft haben wir noch. Genau. Also die meisten Leute mit den Briefen sind tatsächlich in Loire. Nee, die Nettie spendet nichts, das können wir vergessen. Beim Wein weiß ich jetzt nicht, ich glaube der auch. Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Ja, der aus Twilight Princess. Ich habe nämlich nur meine Unterwäsche an. Nee, der Ark trägt natürlich Hosen. Stylische, rote Raver-Hosen. Und er färbt sich die Haare blond, der Schlingel. So ein bisschen vermisse ich Tokio doch schon. Die hatten zwar alle irgendwie einen am Zeiger, aber irgendwie war es auch cool. So, jetzt haben wir hier den vierten Brief. Dieser Brief, du meinst doch nicht... Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Yay! Wir könnten jetzt natürlich einfach das Ganze in die eigene Tasche wirtschaften, aber nix da. Weil damals, als es Terranigma gab, gab es auch noch echte Helden. Wir haben jetzt noch Seeheimbriefe 4. Wir haben 4 Briefe in Loire abgegeben. Einen in Seeheim. Genau, macht 5, haben wir noch 4. Und ich weiß, wir haben auf jeden Fall Leute in Liberita und in Ahola und ich glaube einen bei der Goldküste. Nee, Quatsch, ich glaube, nee. Genau, das führt uns auch nochmal wohin. Das würde ich sagen, machen wir dann aber beim nächsten Mal. Wir haben nämlich noch ein bisschen was, wenn Seeheim dann wieder steht. Auch mit der Goldküste können wir noch ein bisschen was machen. Das Fiebermittel haben wir ja auch noch im Gepäck. Und dann würde ich sagen, haben wir auch noch die Mondsteine, die wir hier zum Grab tragen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Mit ordentlich Kaffee. Und um den jetzt fertig zu trinken, gönne ich mir einfach noch ein Croissant von vorgestern Abend. Rein damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!